Die Dusche ist kaputt, der Magen knurrt. Perfekter Anfang. Ja, ich würde ganz gerne jetzt Folgendes machen. Wir haben noch 9 Dollar auf der Kante. Fast nichts. Ich wollte mal einmal das Inventar von den Sims durchgehen. Die haben hier nämlich noch ein bisschen was, was eventuell verkauft werden kann, was wir nicht mehr brauchen. Ja, das ist mir nämlich so eingefallen. Guck mal, er hier hat eine Buddy-Simi-Figur, die ich ehrlich gesagt nicht brauche. Bringt nicht viel, aber 25 Dollar ist besser als nix. Er hat Cerealien, die können wir wegwerfen. So, haben wir. Er hat eine Tulpe, zur Not kauft er sich eine neue Blume. Alles gut. So, dann hat er ein paar Bücher. Angel sie dir, kann er nicht verkaufen, glaube ich. Herr der Schaukeln auch nicht. Meine Pizzicato-Polka ebenfalls nicht. Gut, kann er nicht. Da hat er hier Liebe in Zeit der irgendwas ebenfalls nicht. Das hat er doppelt. Interessant. So. Psychologie-Universitätslehrbuch. Das kann er verkaufen, weil er ist nicht mehr in der Uni. Und hier die Uni-Hausarbeiten, ganz ehrlich, wir brauchen sie nicht mehr. Er hat zweimal den Fußball. Zweimal Fußball ist eigentlich einmal zu viel, aber ich lasse den Fußball mal im Inventar. Wir müssen die Katze zum Doktor bringen. Okay, dann hat er hier die Kartontanzfläche Hippie-Hurra. Die kann er verkaufen. Er braucht sie nicht. Wir können sie jederzeit neu kaufen. Und er hat hier Poster... Hier sowas, dass er irgendwo Mitglied war. Ich verkaufe sie mal. Also er hat noch so ein schickes Handtuch, das lasse ich ihm mal. Und dann hat er noch den Zulassungsbescheid für die Uni, braucht er auch nicht mehr. Er ist nicht mehr an der Uni, er hat sein Studium abgeschlossen. So, das gleiche machen wir mit Nawai. Damit wir wieder so ein bisschen Geld drauf haben. Nicht viel, aber ein bisschen. Und außerdem sind mir die Inventare von den Sims einfach mittlerweile teilweise viel zu groß geworden. So, also hier hat sie Bücher. Die Ding. Oh, Moment. Das kannst du verkaufen für 1 Dollar. Alles, was nicht nötig ist, wird gerade verkauft. Noch ein Buch. Ebenfalls Buch. Okay, die Uni-Hausarbeiten. Sie ist ja auch nicht mehr an der Uni. Oh, Federn. Guck mal, die bringen ja richtig Geld. Im Vergleich. So ein Buch bringt 1 Dollar. Eine Feder 110. So, Holper ist eine Deko, brauchen wir nicht mehr. Was hat sie noch? Sie hat einen seltenen Kieselstein oder sowas. Sie hat Essen, was verdorben ist. Sie hat eine Gitarre. Stell die mal dahin. Okay, sie war übrigens auch Mitglied bei dem Teamgeister. Okay, interessant. So, und dann hat sie hier noch so einen Plapperbot. Auch den brauchen wir momentan nicht mehr. Wie gesagt, ich räume mal kurz die Inventare auf. Ist ein bisschen langweilig, weiß ich ebenfalls. Aber besser als nix. Ne? Also so, die Bücher hier kann sie nicht verkaufen. Das kann sie verkaufen. Was ist denn das? Ist egal, wir verkaufen es. So, irgendeinen ungewöhnlichen Stein oder sowas. Dann hat sie Stipendienbescheide. Sie ist ja auch nicht mehr an Uni. Medizin lassen wir ihr mal. Die, ja, Spinat, Basilikum und Co., die liebe Lea hier, die ja oft im Stream ist, ich glaube, heute ist sie noch nicht da, und wenn doch, schönen Gruß in den Look, hatte ja mal gesagt, sowas kann man in den Kühlschrank legen. Basilikum würde ich dann da auch mal hinpacken. Eine Glockenblume, Jahreszeit, okay, also die brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Was haben wir noch? Ein Krokus, also die Blumen verkaufe ich mal, ne? Also Begonie, Schneeglöckchen, eine Rose, immer gut. Eine Dahlee. Tulpe. Okay, dann hätten wir Birne. Die packen wir mal in den Kühlschrank. Zitrone ebenfalls. Gut, sowas kann man theoretisch auch einpflanzen. Mache ich jetzt mal nicht. Grüne Bohne. Zwiebel. So, dann hat sie auch die Hip-Hop-Tanzfläche, die brauchen wir momentan eigentlich auch nicht. Die beiden Fahnen lasse ich mal, genauso wie die Geburtsurkunde. Den X-Wing, wir haben den zwar da schon stehen, aber den lasse ich auch mal. Sie hat ganz viele Farbkristalle für Lichtschwerter. Sie kann ja immer nur ein Schwert benutzen, deswegen grüner Kristall ist ganz nett. Die sind so klein, das lohnt sich nicht. Ich
Ich würde vorschlagen, wir machen folgendes: Wir behalten jeweils eine Fassung davon. Aber dreimal blau, dreimal grün brauchen wir, glaube ich, nicht. So, grün, gelb. Da ist auch nochmal gelb. Es gibt weiße. Cool. Roter brauchen wir auch nicht. Okay, einmal alle Farben. Okay, dann hat sie die Protokolldateien von irgendwelchen Dingern von Batu. Braucht sie auch nicht mehr. Den Comlink wird sie wahrscheinlich noch brauchen. Der gehörte irgendwie zu Batu. Den Druiden ebenfalls. Persönlichkeitschips würde ich behalten. Die Deko. Wir hätten hier diese Thermaldetonatoren-Deko. Lasse ich erstmal. Die ist für den Keller später wichtig. So, Altmetall ebenfalls. Die, ja, das Ding hier kann ich leider nicht, also das Kanu und auch den Jetski kann ich leider nicht verkaufen. Die Drohne lasse ich. Teile für Küche ebenfalls, gewöhnliche Teile, ja, Altmetall, nochmal Sanitäreinrichtung, dann haben wir Computerchips, ach, Serviceboard, genau, also sie wollte ja noch ihr neues Hobby mal irgendwann anfangen, wir hatten ja schon die Baumaschine im Nebenraum, eine Blasterpistole, später auch wichtig für den unteren Raum, genauso wie die Droiden, Lichtschwertgriffe lassen wir auch mal, weil das sind irgendwie Sammlerobjekte. So, das auch. Was haben wir hier? Datenstift. Gehört auch zu Batu, lasse ich. Falscher Ausweis ebenfalls. Und dann sind wir schon durch. Okay, sie kann nicht wirklich viel mehr verkaufen. Ist auch nicht weiter schlimm. Und die Kleine müsste... Oh, die Kleine hat auch was. Die Kleine hat süßes Popcorn, was verdorben ist. Weg. Und sie hat Milch. Wir machen reinen Tisch. So. Okay, 4.300, das sieht doch besser aus als 9. Muss ich mal so sagen. Und mir ist aufgefallen, ich habe es gestern mir nochmal angeguckt. Guckt mal hier, wir haben die Ecke hier hinten leider beim letzten Mal vergessen zu vervollständigen. Die hatte ich ja hin und her verschoben. Deswegen, da gibt es einen kleinen Schönheitsfehler. Das passt. So, das passt. Ich werde mal kurz hier... Achso, das geht ja nicht. Das ist ja die Wand. Alles gut. So, auf jeden Fall, die Ecke ist schon mal korrigiert. Da gab es, wie gesagt, einen kleinen Fehler. So, dann haben wir das gemacht. Welche Farbe hat denn die Statue? Weil irgendwie, immer wenn ich die Statue sehe, denke ich, dass da steht ein Sim. Aber es passt farblich am besten. Seien wir machen sie weiß. Also marmorbedingt. Gräulich. Ich kann sie ja mal auf grau setzen. Vielleicht fällt sie mir dann so nicht, also irgendwie besser auf oder ist optisch ansprechender, also im Sinne von nicht, ob da steht ein fremder Sim oder sowas. Also das, was wir sozusagen hier haben, das ist das. Was mich ärgert, jetzt gebe ich das Geld gleich wieder aus vielleicht, mich ärgert nämlich eine Kleinigkeit, dass wir hier oben diesen Fernseher nicht hatten. Wir hatten ihn nämlich vorher, den hatte ich ja gegen diesen Fernseher ausgetauscht. Ich würde den Fernseher wieder zurücktauschen. Ja, das ist der Kleine. Okay, dann machen wir das so. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Geld auf der Kasse, 2834. Damit können wir arbeiten, damit können wir spielen. Dann sind wir durch. So, Marvin und Co. Hallo? Jetzt geht's los. So, Marvin hat schon mal viel zu tun, denn Marvin darf mal gleich mal hier loslegen mit der Reparatur. So, sie geht mal auf Toilette. Alles gut. Sie müsste dann... Der Tane war heute wirklich fleißig. Wir lassen Nawai auch mal reparieren. Und die kleine Brigitte kann jetzt laufen. Sie kann zudem Türen und was? Türme aus Stapelblöcken bauen. Nicht Türen, sondern Türme aus Stapelblöcken bauen. Das ist super. So, ihr ist übel. Und Nawai kann endlich mal anfangen, an ihrer Geschicklichkeit zu arbeiten. Ah, schön. So.
Ich guck mal kurz. Wir haben 2 Stunden. Ach so, eine Sache habe ich vergessen. Ich muss noch ganz kurz nochmal ins Baumenü die Gitarre etwas verschieben, weil mir ist aufgefallen, die Ecke ist sehr, sehr dunkel. Ich würde dieses Licht gerne verschieben auf hier und in die Ecke, wenn es geht, nochmal sowas hier stellen. Damit wird der ganze Innenraum gleich viel, viel, viel heller. Und wir können uns überlegen, ob wir sozusagen hier auch noch so eine Röhre hinstellen. Ich glaube, wir machen das so. Dann ist der Raum ganz stark beleuchtet, aber ganz nett beleuchtet. Wobei, es wundert mich. Irgendwie fehlt dann da auch noch ein Licht optisch, ne? Die Ecke war sonst ein bisschen dunkel. Oder wir müssen doch die Röhre rausnehmen, weil das einfach zu hell wird. Nee, ich glaube, wir lassen das mal. Wir nehmen noch die 2 Röhren dazu. Dann muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier vielleicht noch die Gitarre hinstellen kann. Sieht aber schlecht aus. Kollidiert dann mit dem Stuhl. Das ist ja witzig. So herum geht's nicht, aber so geht's. Na gut. Ist aber ein bisschen weit in der Ecke. Und ich habe ja gelernt, wenn man es ein bisschen drehen will, nimmt man die Kamera. Und dann drückt man hier die Alt-Taste dazu und dann kann man die Sache noch ein bisschen anders hinstellen. So, kann man das einfärben, das Ding? So. Gut. Kleine Reparatur. 2 Stunden bis zur Arbeit für sie. Sie muss definitiv zur Arbeit gehen. Ich lasse sie mal ganz kurz noch ein Nickerchen machen. Okay. Hüpft sie jetzt hier raus? Ah, wir sehen übrigens das erste Mal das, was ich ja mal irgendwann gefragt hatte, was Lea mir ja schon beantwortet hatte, ob sie eine Leiter brauchen. Da haben wir es gesehen. Nein, brauchen sie nicht. Okay. Gut, so, Marvin geht was essen, aber nicht Cerealien. Du kannst dir mal was nehmen. Oh, oh, Moment mal. Wenn er weit zur Arbeit muss... Marvin muss nicht zur Arbeit. Der muss um 14 Uhr zur Arbeit. Nawai ist um 16 Uhr wieder da. Und Miri geht auch zur Arbeit. Die ist um 15 Uhr wieder da. Wir haben ein Problem. Wir müssen die Kleine beaufsichtigen lassen. Wie ich gerade sehe. Also brauchen wir ein Wo war denn? Ganz kurz mal pausieren hier. Ein Service engagieren. Genau, wir brauchen Babysitter. Fetia muss wieder vorbeikommen. Komm. Hier, Kindersitter-Service. Und Lea, Hallöchen. Na, wie lange hast du gestern noch an deinem Baumhaus gearbeitet? Ich hoffe, es ist mittlerweile fertig. Gut, wenn das so ist, dann... schlafen nicht. Wir müssen ganz kurz mal aufpassen. Okay, ich lasse sie mal kurz auf Toilette gehen. Sie muss nämlich auf Toilette und hat sich leider den Daumen bei der Reparatur ein bisschen angestoßen. Und Marvin werde ich mal in die Tierklinik mit der Katze schicken, denke ich. What is that? Zappen Quarjabin. Shimre, Monsavsardi. Okay, bis kurz nach 12 bei dir, also kurz nach 1 bei euch. Also noch rund, ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde, nachdem ich, glaube ich, gegangen bin. Ich habe es mir ja gestern alles angesehen. Also, ich weiß gar nicht, wann ich dazugekommen bin. Ich habe ungefähr eine Stunde bei dir zugeguckt. Ich hatte aber nebenbei hier mit Schnitt und allem und Hochladen zu tun. Denn wie du das so schön sagtest, du nimmst die Sache ja auf für YouTube und ich...
ich mache das ja auch. Wenn du mal auf meinen YouTube-Kanal geguckt haben solltest, ich nehme das ja auch immer noch im Hintergrund auf, schneide das und packe es ja auf den Kanal. Und das habe ich gestern nebenbei gemacht, während du gebaut hast. Genau, du warst ja auch fast fertig. Sah übrigens cool aus, das Gebäude. Hast du es geteilt? Also hochgeladen? Okay, Moment mal. Sie muss zur Arbeit. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass die auch alle brav zur Arbeit gehen. Ich brauche Kohle. Nein, du sollst zur Arbeit. Ist momentan bei der Arbeit, bist du sicher, dass du tun solltest? Nein, du sollst zur Arbeit, meine Gute. Hä? Was ist denn jetzt los? Wartet mal. Hä? Irgendwie weiß sie wohl nicht. Was ist denn los? Ich bin gleich für euch da. Kapugema for you. Hallo, Hallöchen. Ich arbeite gerade, ich bin gerade dabei. Irgendwie hängt mein Sim gerade auf dem Weg zur Arbeit. Wassereinsparungsplan. Okay, sie ist bei der Arbeit. Ach Mensch, Gott sei Dank. So, ich lese mal kurz. Ja, naja, so wie ich das gesehen habe, dass man da bei dir BB-Move-Objekt braucht, kann sein. Muss nicht sein. Wir hatten ja auch die Dings. Nein! Oh, habe ich ihn jetzt verschoben? Was habe ich verschoben? Wir hatten doch auch hier die Dings gemacht. Ich muss mal kurz pausieren. Ich hatte doch von dir die Summer Residence, das große Batman-Schloss hatte ich doch importiert. Und da waren doch auch viele Objekte über BB-Movement in die Regale gestellt worden und so weiter. Importieren geht. Ich kann die Objekte bloß dann nicht verschieben. Die bleiben dann. Okay, ja, die Bäume und Berge könnten verloren gehen. Ja, da hast du vielleicht recht. Ja. Oder sie stehen an der falschen Stelle, das kann auch sein. Wir hatten ja auch den Part, dass er sagt, er könnte, also eventuell ersetzt er auch Dinge, ne? Das hatten wir ja auch, ne? Dass in dem Batman-Schloss plötzlich Dinge weg waren. Genau, sonst wollen die wieder in Kästchen gestellt werden, ja. Wie gesagt, muss ich mir mal angucken. Fehlt ja jetzt eigentlich noch da? Ja, die ist noch da. Da hinten steht sie. Ist die wieder jung geworden? Leute? Wie geht denn das? War Fetia nicht schon Seniorin? Jetzt ist sie eine Erwachsene. Ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht schon Seniorin war. Achso, ersetzt werden Kosten-Content-Sachen und die mit BB-Platzierten verschwinden eventuell. Hatte wohl auch Geburtstag. Ja, aber falsch rum, oder? Fragen wir lieber nicht. Ist ja schön. Und mal so als allgemein erstmal die Frage. Wie geht's euch? Alles gut soweit? Who knows? Capo, die Renderbilder werden mit Poser erstellt. Blender ist das Ding, was man braucht, um die Objekte selbst zu erstellen, soweit ich weiß. Und ich nutze die erstellten Objekte, die andere praktisch zum Kaufen freigeben oder auch zum Free-Content erstellen nutzen in der Software Poser. Es gibt noch eine zweite Software, die ist von DAZ, DATS. Und mit der komme ich irgendwie nicht so ganz klar. Also ich habe damals eine genommen, die auch ins Deutsche übersetzt war. Das war zum damaligen Zeitpunkt, wo ich mich damit beschäftigt hatte, die Poser-Software. Die wird aber heutzutage bedauerlicherweise nur noch sehr stiefmütterlich weiterentwickelt. Wobei, jetzt wurde sie irgendwie aufgekauft von einer neuen Firma. Also deswegen kann auch sein, dass das jetzt wieder ein bisschen, ja, vorangeht. So, ich glaube, ich muss, wie war denn das mit der Tierkarte, mit Tier? Die Klinik kaufen nicht. Ich muss doch da hinfahren.
Ich hab doch eine kranke Katze. Wo sind die? Halt, da steht. Zur Teeklinik bringen, komm. Das machen wir noch schnell. Und ich danke dir. Schön, dass jemand überhaupt mal raufgeguckt hat auf die Seite. Ah, und du musst noch schnell einkaufen. Schnell. Am Sonntag. Am Sonntag noch einkaufen. Ja, bei uns sind ja die Läden mehr oder minder zu, also deswegen kein großes Problem. Das geht nicht. Es sei denn, man macht Onlinehandel. Irgendwie will Marvin nicht. Weil die Katze nicht will. Kann die Katze mal herkommen? Komm mal her. Ach Gott, das ist wieder der Fehler. Die Katze will ihm irgendwas sagen, deswegen watschelt diese Katze jetzt hier, die Kleine. Diese da braucht jetzt erstmal eine Stunde, bis sie bei Marvin ankommt. Dann stellt sie sich hin, dann ist er wieder frei in der Animation und dann geht's weiter. Okay. Ja gut, rendern kann man auch direkt im Blender. 3D-Modelling mache ich ja auch, deswegen war ich neugierig, ob du das auch machst. Die Programme, die du aufgezählt hast, habe ich noch nichts gemacht. Danke für deine Erklärung. Naja, ich habe damals, als ich praktisch fertig war mit dem Schreiben der Bücher mit dem ersten, habe ich sozusagen eine Möglichkeit gesucht, irgendwie ein Cover selbst zu erstellen und deswegen hatte ich mir eben angesehen, was möglich ist. Und ich gebe zu, zum Erstellen der 3D-Objekte bin ich zu untalentiert. Ich bin da einfach nicht gut drin, mir Dinge vorzustellen oder beziehungsweise so zu modellieren, dass sie am Ende dann auch gut aussehen. Und deswegen habe ich das eben mir gesucht, ein Programm, wo ich praktisch die Objekte selbst verwenden kann, um dann diese Bilder zu erstellen, ja. Und ja, seitdem nutze ich das immer mal wieder. Sagen wir es mal so. Für... Die Haushaltshilfe sollte vielleicht mal ihre Kleidung überdenken. Gut, er redet jetzt mal mit der Katze. Das sollte er eigentlich gar nicht. Er sollte erstmal den Napf nachfüllen. Und jetzt bringen wir die Katze noch schnell mal zur Tierklinik. Ja, das zu lernen ist auch nicht mal eben gemacht. Ja, deine Bücher habe ich entdeckt. Das Lernen, selbst das mit dem, wie erstelle ich sozusagen so ein Bild, hat bei mir, ich habe das damals wirklich in Eigenregie gemacht mit viel Lesen im Internet. Das hat sehr lange gedauert, wobei es war auch sehr viel mit Ausprobieren, ja. Also Programm nehmen, testen, was kommt raus und so weiter. So nach 2 oder 3 Wochen hatte ich dann die ersten vernünftigen Bilder, sagen wir es mal so. Vergiss nicht, dass du einen Sitter engagiert hast. Wenn du möchtest, bleibt er während der Abwesenheit deiner Sims im Haus. Wenn du zurückkehrst und ihn freistellst, berechnet er seinen Verdienst. Ja, das wissen wir, deswegen haben wir ihn doch überhaupt engagiert. Gut, Lea, das ist eine Erklärung, warum die Haushaltshilfe so rumläuft. Es ist wirklich warm auf Zulani. Deswegen spiele ich die Karte ja. Ja, ja. Ich habe übrigens, ich glaube, du warst von Anfang an beim Stream noch nicht dabei. Ich hatte, ich habe deine Häuser repariert, die ich hier bei mir importiert habe. Ist ja süß. Weil Brigitte wurde zur Tagespflege geschickt? Ich denke, ich habe einen Sitter. Menno. Ja, ich habe die repariert. Also ich habe das Hausboot habe ich sozusagen vorne die Mülltonne einfach weggenommen und ich sag jetzt mal 3 Palmen hingestellt und 2 Liegestühle, so in der Richtung. Und damit sieht es ganz gut aus. Und so 2, 3 Objekte, die sozusagen, ich glaube, nicht ganz richtig waren, von dem, wie er es hingestellt hat, habe ich sozusagen verschoben oder gelöscht. Aber nicht wirklich viel geändert. Also es waren eine Sache von 5 Minuten, nur mal so. Also damit du eine Dimension hast, wenn man das importiert, vielleicht so 5 Minuten brauchst du für die Korrektur. Angepasst. Das ist ja auch sehr nett mit Liegestühlen. Finde ich nämlich auch, ja. Und das Batman-Schloss habe ich mir auch angesehen.
Und da habe ich festgestellt, viele Tapeten waren weg. Die habe ich jetzt, ich sag jetzt mal, einfach angepasst. Ich habe da in der Bibliothek Holz rangemacht und die anderen habe ich sozusagen im Prinzip dann erweitert, dass der Nebenraum eine ähnliche Tapete oder sogar die gleiche hatte wie vorher. Also wie der andere Raum. Und ja, und kurzum, auch das war so in 10 Minuten getan. So, für euch jetzt die Entscheidung. Genau, die CC-Tapeten waren halt weg. Ne? Logisch. Macht ja auch nichts. Also, ich sag mal so, es sieht vermutlich nicht mehr so schön aus wie bei dir, aber auch da sind die Anpassungen nicht wirklich extrem. Ja, das geht alles relativ schnell. So, Basisbehandlung oder teure Behandlung? Bedenkt bitte, auch wenn es gerade ziemlich dunkel ist, ich habe nur 2.362 Dollar auf dem Konto. Und ich frage euch jetzt, ihr Lieben da draußen, was darf es sein?